Herzlich willkommen zurück hier bei GTA 5. Mit ein paar Tennisstunden, sexuellen sexy, Tennis. Sexy Stunden. Jetzt höre ich wieder was. Und ich glaube, wir müssen uns noch weiter zur Garage schleichen. Da ist ja schon, da ist auch der SUV. Das hat ja unser Tobi. Letzte Folge gemacht. Der Tobi. Okay, das ist der Target. Was liegt da hinten? Ein Racket? Okay. Genau. Meinst du nicht eher eine Leiche? Langsam. Das könnte echt langsam. Eine Leiche sein. Oh, das Tor geht auf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt. Eigentlich. Und schon wieder kaputt. Ah, der fährt sich schon ein bisschen anders. Ja, SUV halt, ne? Oh, Simon ruft an. Nee, hey, du fehlst. I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Okay. Ich sag, der andere pennt hinten drauf. Oh. Ich hab's doch gesagt! Automatic pushed against your skull. Don't look around. Du hast ihn gesehen? Ja, da lag was hinten auf dem Sitz. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Okay. Das könnte lustig werden, das könnte ganz lustig werden. Aber wie habe ich mal wieder jetzt predicted? Bin ich besser gefahren übrigens. Ja, Julian, du hast das Spiel schon gespielt. Sei mal ehrlich. Nee. Stop the car. Pull up. Ah, nee, da ist die. Ah, sieht man ganz leicht, wo man halten muss. That's the place? Yeah, that's the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Okay, let's do this Yes! Yeah? Woo! Man, shit! No! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Oh, jetzt sind bin ich wieder dran. Oh, Franklin! Du musst L2 drücken, um das Ziel zu erfassen. Hast du das schon gemacht? Ah. Ja, schon lange. Und jetzt kannst du wieder treten und schlagen und. Und ausweichen mit Viereck. Oh, wäre jetzt geil, hättest du so einen Schulterstoß gemacht automatisch, wo du gerade bist. Oh, hier, komm! Ausgerichtet. You recognize this car? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! You fucking racist, das ist ein Lieblingsspruch. Das ist so ein Business-Konzept. Serious bodywork for it's worth 5 grand a month. He agreed to financing, I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Alter. Don't make me have to come back here. Krass, aber er hat ihm Geld gegeben am Franklin. Das finde ich so sonderbar. Und gut, dass du eigentlich gerade angefangen hast. Bestanden. Ja, weil es passt jetzt. Jetzt haben wir mal die Konstellation. Nickerchen im Grün. Ja, da wären noch lustige Side-Missionen gewesen. Max Payne. Jetzt können wir wechseln. Jetzt kannst du wechseln. Jetzt könnte ich eine Mission für ihn, zwei für Franklin. Das hat so eine Zahl gehabt, oder? Ja. Manche Missionen können nur von bestimmten Charakteren gestartet werden. Blaue Buchstaben stehen für Michaels Mission und grüne Buchstaben für Franklins Mission. Ah, super. Dann passt das ja schon mal. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Darf ich mal kurz...
unterbrechen. Was heißt das Fragezeichen auf der Karte? Das frage ich mich. Ah! Das ist grün. Ist das grün? Franklin, ja. Okay. Das ist Franklin. Ich suche mir gerade eine schöne Karre auf. War die nicht schön? Oh, danke schön. Das hat ja nur schöne Karren. Oh, ja. Schön, vielen Dank. Du hast eine SMS gekriegt. Ich habe Schlägerhaltung und SMS. Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägerhaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. Oh ja. Bisschen, ja. Auch von hinten. Habt ihr gesehen? Aber er war da, also er war nicht weg. Ja. Er hat ein iPhone. Das heißt Fruit. iFruit, ja. Das finde ich jetzt auch gut, dass sie nicht alle das gleiche Handy besitzen. Ja, willst du nicht mal das Handy wegmachen? Hoch. Hoch, ne? Lange hoch. Nee, nicht lange hoch. Kreis. Ja. Do you know how much his car costs? Ja, eigentlich ist das uns egal, Michael. Yeah. So, eigentlich müsste ich meine Spielfigur, ja, ich fahre Gott sei Dank scheiße. Hinten sieht aus wie ein Maserati, fällt mir gerade auf. Mm-hmm. Hat was von einem Maserati. Ja, und Bentley? Nee, ein Jaguar. Jaguar, der ist eine. Ah, die neuen Jaguars sind so hässlich. Wenn wir gerade bei dem Thema sind. Ne? Ups. Ist da gerade ein Rad abgefallen? Das sah so aus. Warte. Hey, hier gehst du deine Haare schneiden, oder? Hier wo? Im Friseur, in der Parallelstraße links von dir. Hier kommt dieser Lokal. Nee, warte mal. Portland Drive. Sieht schöner aus. Ich geh mal da rein. Vielleicht kann man geht da was. Das? Nee. Oh, schade. Hier mal die Scheibe aber abschießen. Ich glaube, da werden wir dann mal sicher reingehen. Ich bin du meinst einsteigen. Wohl eher. Einsteigen, ja. Ah, Haare schneiden, da hinten. Ich bin ja immer gut für Kletteraktionen. Ja. Wie wir in der letzten Episode gesehen haben. Alter Irre. Ja, ihr alter Irre, der gegen die Wand springt. Oh, ein BMW, oder? Nee, da war es vorhin schon ein BMW an dir vorbeigefahren. Nee, das ist nicht ein BMW, das ist so ein... Ich bin besoffen. Okay, nee, lass mir was zeigen. Er hat ja jetzt gerade getanzt. Let's dance, das so shit. Kurz, bisschen so. Ah, er ist im Schleichmodus. Ja, ah, stimmt. Hör auf zu schleichen. Du willst immer rennen, so, hab ich das Gefühl. Ja, Bob Mulet. Oder er ist Bob Mulet. Mulet. Ja, das ist so in deiner Preisklasse, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Oh Gott. Das könntest du dir auch machen. Schrecklicher Haarschnitt. Ich finde auch, das würde sehr gut zu dir passen. Ja, ich, mal sehen, was für Frisuren für mich. Haarschnitt. Der ist gratis sogar. okay. Schermaschinenschnitt. Ja. Nein. Wieso nicht? Ein bisschen länger, nee, Haare. Das gefällt mir eigentlich fast am besten. Wieso rausgewaschen nicht? Das finde ich, sieht ein bisschen abgefuckt aus. Das? Nee, ich finde das abgefuckt, das sieht okay aus. Wie viel Kohle hast du eigentlich? Ich habe das gar nicht gesehen. Weil keine das jetzt Ahnung. Relativ viel gekostet hat. Ist viel gekostet? $300. Ah, du hast 7.000. Oh, ja. Finde ich auch gut. Alle haben ein anderes Dings. 3-Tage-Bart. Eigentlich müsste ich das nehmen. Ja. Oder wir rennen alle mit Vollbärten rum. Fände ich eigentlich auch gut. Wäre cool. Es wäre witzig. Es wäre witzig. Aber irgendwie, ich bin der Fan. Wir haben gesagt, wir überlassen das der. Dem Spieler. Vollbart. Der ist geil. Ich überleg's mir noch für später. Das sieht wirklich geil aus. Aber vorerst nehme ich mal diesen Bart. Ja. Mit seinen magischen Händen. Mit seiner Schere schneidet er dir die Haare an. An. Er saugt sie aus dir raus. Implantate. Ja, wunderschön. Passt. Ich kann sogar zoomen. Oh yeah. Ah, ja, da siehst du auch die Warzen im Gesicht. Yeah, ein bisschen die verpixelt. Die Falten. Nein, habe ich es jetzt nicht gekauft? Das gut sein, dass die verschiedenen Salons verschiedene Frisuren anbieten? Ja, wird wahrscheinlich so sein, ja. Weil ich will mir irgendwann mal einen Iro schneiden, wenn das überhaupt geht. Oh yeah. Ja, Schlag. Win! Du bist am Fistpumpen. Fistpumpen. Hier fährt jemand noch schlechter als du. Ja, ich glaube. Oh, schönes Auto. Ich glaube, es gehört jetzt mir. Noch nie Polizei gekommen. Auch lustig. Ja, das braucht's auch nicht. Wobei, also, meistens ich geh mal kann zum, man die Autos, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in Richtung M. Hä?
Ja. Das McDonald's. McDonald's, oder? Genau. Mc's. Oh, Alter, bricht das schnell. Du kannst, wie geil, du kannst Tennis spielen, dort wo du wohnst. Stimmt, stimmt. Oh ja. Ja, teste mal die neuen Skills deiner Frau aus. Sie wurde ja anscheinend richtig hart rangenommen. Ja, ich nehme sie auch gleich hart dran. Beim Tennisspielen natürlich. Beim Tennisspielen. Geht die ja eigentlich da, wieso wachsen immer die Bäume im Weg? Ich verstehe das einfach nicht. Die Garage war weiter unten. Ja, stimmt. Ah, geht bei dir nun. Vor der Einfahrt noch ein bisschen Gummi. Das ist ja wieder der gleiche, wie du am Anfang geklaut hast. Ich weiß. Nur in schwarz und schöner. Schatz, ich habe einen neuen Wagen gekauft. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du die Fahrzeuge speichern, indem du sie in die Garage parkst. Kennen wir ja. Ja. Schlaf im Bett, um deinen Spielstand zu speichern. Oh, gibt's kein automatisches Speichern? Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber es gibt eine Schnellspeicherfunktion auf dem Handy. Nach Mission speichert es ja immer. Ah, stimmt. Okay. Ja. Ich höre so, so eine Yoga-Musik. Willst du nicht das Auto parkieren? Geht nicht. Er ist ausgeschrieben. Ah, schade. Einfach so. Mal schauen, wie deine Frau der neue Haarschnitt gefällt. Ein paar Tage später. Alter, der dreht hier nur durch. Bisschen Whisky hilft dagegen immer. Passt ihm gut, den Bart. Sieht ein bisschen aus wie Al Pacino jetzt. Ja, hat was. Al Pacino-mäßig. Ja, mit der Sonnenbrille. Muss er unbedingt auch kaufen. Jo. Geil, ja. iPod. Oh, ein bisschen Phil Collins. Na, 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 na. Und durchchillen. Diese Sonne genießen. Bist das du? Das ist Franklin. Ich hatte so eine verschissene Kappe an. Es sieht aus. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Oh, yes. So what I saw the other day was like, when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No, I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Sauf Tour. Ich sag, jetzt treffen sie den Dings da. Jimmy. Was will der schon wieder? Das ist doch sein Sohn. Ja, ich weiß. Was will der? Shit! I mean our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming.
for my boat. Ich komme und hole mir mein Boot wieder. Also der Sohn ist echt einfach der Obersch... Mein darling boy is in trouble. Wie ging das schon wieder mit dem, Schneller. Nee, oder? Nicht schneller, mit dem Cabrio. Nach unten drücken? Oder so. Irgendwas mit den Pfeiltasten. Nee, das sind die Sender. Nee, das auch nicht. Nee, das auch nicht. Lange gedrückt. Lange, du musst sicher lange gedrückt haben. Bin lange drauf. Nee, das ist unten. Lange rechts. Unten. Unten. Nee, okay, es geht nicht, egal. Aber es ist auch nicht ein Viereck. Was ist das? Nee. Unbewaffnet, okay. Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Die Sonne scheint ja... Eigentlich. Wird es sich so ein schlechtes Wetter mal hier? Ja, das frage ich mich auch. Regen? Schnee fände ich echt geil. Nochmal Schnee. Was meine Karre zerstört. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Oh, das war knapp. Oh, yeah. Hast du es noch gehört? Eieieiei. Also die Spezialfähigkeit habe ich schon mal nicht, okay? Nee, hier nicht. Nee, hier nicht. Was? Wie fährt er? Ups! Oh nein, Roadkill. Menschen leben weniger hier. Das war, glaube ich, unser erster Roadkill, kann ja. Das sein? Nee, das stimmt nicht. Ganz am Anfang hatte er diese grünen Marsmännchen. Ah, ja, in ja. Im Studio. Wieder ich. Das war ich. Natürlich. Ups. Und schon wieder, und, ah, klar. Ich glaube, du hast deine Beule links. Und du vorne. Nee, meiner ist aus Rostfreien. Ah, und jetzt hier rechts geht's die auf die Autobahn. Genau. Oh, da ist die Yacht. Hinterher. Alter! Ich muss mich echt an das Handling gewöhnen. Es ist nicht ganz einfach, das kann man hier schon mal sagen. Ja, das ist so. Das stimmt, ja. Von Karre zu Karre ändert das auch sehr. Ja. Macht Sinn. Macht auch Sinn, natürlich. Ja, natürlich, ja. Aber eben, das ist ja jetzt wieder, das ist ja so eine Art BMW, würde ich sagen. Nee. Nicht? Oh, das ist was anders. Macht Franklin da? Kannst du jetzt wechseln zwischen den beiden? Ich glaube, das passiert jetzt echt automatisch. Nee, ist nicht aktiv. Ich glaube, jetzt müssen wir das tun! Und ich glaube... Oh, Alter, halt dich drauf. Ja, ich glaube, er könnte runterfliegen. Ja, ich glaube auch. Oh, Scheiße. Oh, das ist schön gemacht, wirklich. Oh, nein! Nein! Oh, das erinnert mich ein bisschen an Deadproof, die Szene. Oh, yeah. Oh, oh. Ja, jetzt, komm. Bleib dran. Komm schon! Alter, schaffe ich das noch? Okay, eigentlich hätte er das. Ja. So, und jetzt? Jetzt kannst du Kinokamera umschalten. Was, nee, umschalten kann er noch nicht. Kreis. Das ist so geil, du kannst ihm zuschauen. Krass. Was er macht. Frage ist, was machst du in dieser Zeit? In dieser Zeit fahre ich gerne gegen Wände. Hörst du's? Oder was? Und wir machen noch was. Ich glaube, ich würde sagen... Da jetzt Franklin an der Action ist, würde ich sagen, wir wechseln auch zu Franklin. Ja, ich und übernehme. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.